Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadows of the Phoenix. Ja, wir haben, also erst einmal, ich habe in der letzten Aufnahme, ich habe nach der letzten Aufnahmesession nochmal mir die Videos angeguckt, was die Schädelmünzen angeht. Also wir hatten hier die 7 Slots und hier nochmal 5, also 12. Also fehlen 3 Münzen, weil es sind insgesamt 15. Zwei davon haben wir und die dritte kriegen wir noch im Kolosseum. So. Damit wir an die letzten guten Runen hier kommen. Also an eine fehlt hier noch. Ich habe ja jetzt eine Schützen- und eine Kriegerinnenrune. Ja. Gut, aber bevor wir ins Kolosseum gehen, hatte ich noch andere Sachen vor. Gehen wir einfach mal hier oben durch. An Hauptmann Ishtar vorbei. Es gibt nämlich noch zwei versteckte Easter Eggs, sage ich mal, die wir uns angucken möchten. Für das erste geht es in die Stadt der Seelen. Zum westlichen Heldenmonument. Also ja, theoretisch könnte man irgendwie noch die restlichen Wächter hier töten und die Dämonenfürsten hier oben und alles. Also jemand hat in den Kommentaren geschrieben, dass man die Stadt komplett clearen kann. Was eigentlich auch nicht ganz so stimmt, weil wir kommen nicht in den östlichen Teil. Warum werdet ihr bei unserem zweiten Playthrough erfahren? Oder wir probieren es wenigstens hier oben die Höhle zu säubern. Wo der Mesmer und der fremde Folterer noch drin stecken. Mal sehen, ob da immer noch unendlich Gegner kommen. Oder ob das irgendwann aufhört. Weil wir haben ja jetzt auch stärkere Helden eigentlich als das letzte Mal. Ja. Aber erstmal hierin. Gut, das ist ein Bugfix, den man per Hand machen muss. Also es ist wirklich ein Bugfix. Hierin fehlen ein paar Dialogoptionen. Und das müssen wir mal wieder über die Konsole machen. PS Pause. Wenn ich gucken muss, welcher Knopf das nochmal war. Nein. Das war Quick Save. Okay. Nee. Quick Save. Delete File ist File Write Protected. Okay, wir können Quick Save nicht löschen. Ja, so kommen wir auch da rein. Das war immer noch Pause. Oder war das? Ah, Steuerung muss ich drücken. Also Steuerung und die Sterntaste. Gut. So, jetzt muss ich erstmal du Skript und dann GDS Variables. Ah. Oder müssen das einzelne Anführungszeichen sein?
Ach nee, das Du-Skript muss ich komplett klein schreiben. Gut. Und jetzt set NPC flag to name gleich hierin basics told Komma NPC ID Ich lasse mal die Freizeichen auch weg hier. NPC ID 11083 Komma Plattform ID ist gleich 202. Und das ist keine runde Klammer, das muss eine geschweifte Klammer sein. So, der NPC-Flag ist jetzt zugesetzt, also bei der auf False war. Lass mich mit meiner Trauer allein, Mensch. Finn, Dialogoption. Genau, die sind jetzt hier. Was tut ihr an diesem Ort, Falke? Dieser Ort ist voller Verzweiflung und Leid. Ich hatte gehofft, dass mir meine eigene Verzweiflung im Angesicht dieses Ortes gering erscheinen würde. Aber es nützt nichts. Das Antlitz meines Bruders verfolgt mich auch hier. Euer Bruder? Erion, den ihr den Gerechten nennt, und ich einen Narren. Er hat die Regeln der Götter verletzt. Er hat den Sterblichen entgegen dem Willen unseres Vaters Geheimnisse verkündet, die nur ein Gott wissen darf. Dafür wurde er aus dem Kreis der Wächter Götter verstoßen. Und es war meine Aufgabe, ihn zu verfolgen und in die Verbannung zu jagen. Doch ein Sterblicher hat ihn in eine Falle gelockt, in den Knochentempel Zarachs. Wir Wächter haben dort keine Macht, denn dieser Tempel ist dem Renegaten Zarach geweiht. Erion wusste es. Und doch ist dieser verträumte Narr in den Tempel gegangen. Nun ist er Gefangener dieses Sterblichen. Mein Bruder, ein Gott als Sklave eines Menschen. Ich hätte ihn befreit. Wie ein Nachtmahr wäre ich über seinen Peiniger gekommen. Oh ja, niemand hält meinen Bruder gefangen. Doch Erion ist ausgestoßen und die Regeln verbieten mir einzugreifen. Die Regeln. Diese verdammten Regeln. Wäre nur unser Vater hier. Er wüsste, was zu tun wäre. Ich bin nur ein ratloses Kind, das den Regeln zu folgen hat. Ja, vielleicht einfach mal die Regeln ignorieren. Vielleicht wollte Aaron ja gerade, dass ihr das lernt. Dass es bestimmte Regeln gibt, die doof sind. Okay, fragen wir als nächstes. Was hat Erion getan, dass ihr ihn ausgestoßen habt? Dieser Narr. Er hat dem Menschen Rohen eines seiner Bücher gegeben. Eines der Bücher aus den Hallen der Götter. Das Buch der Konvokation. Richtig. Verkleidet als der Schriftgelehrte Darius hat er den Sterblichen geholfen, wo er nur konnte. Und dabei gehofft, seine Geschwister würden diesen Regelverstoß nicht bemerken. Aber dadurch, dass Rohan das Buch hatte, wurde er bekehrt. Er hat viel Gutes getan. Diese Welt läge in Trümmern ohne das Buch. Dann wäre das der Lauf der Dinge gewesen. Ihr Sterblichen habt die Vernichtung selbst auf euch herabgebracht. Aber mein verträumter Bruder glaubte, euch helfen zu müssen. Warum nennt ihr Erion einen Träumer? Steht er nicht für Wissen und Gerechtigkeit? Wie kann ein Gott des Rechts ein Träumer sein? Seht euch diese Welt doch an, Mensch! Ich erblicke jeden Tag den sinnlosen Tod Tausender. Tode durch Willkür.
durch Zufall, durch Wahnsinn. Keine Heldentat bewahrt euch davor, als Bettler im Straßengraben zu verenden, wenn ihr erlahmt oder erblindet. Es gibt keine Gerechtigkeit, nur Grausamkeit. Also ich frage euch, was sollte ein Gott der Gerechtigkeit anderes sein als ein hoffnungsloser Träumer? Kann ich auch nicht genau sagen. Wer hält Erion gefangen? Ich spreche zwar zu euch, Mensch, aber ich habe die Regeln nicht vergessen. So gern ich euch auch zum Gefängnis meines Bruders führen würde, euch vielleicht sogar anflehen würde, ihn zu befreien, die Regeln verbieten es doch. Ihr müsst diesen Weg alleine gehen. Ich kann euch nicht helfen. Aber ich werde jeden eurer Schritte mit Hoffnung verfolgen. Ja, gut, das war das Erste, was ich machen wollte, nämlich mal kurz Hirin besuchen. Ich hätte in der Zeit wirklich das Monument einnehmen und die Helden rekrutieren können. Dann müsste ich es jetzt nicht machen. So, den Onyx... Oh, der Onyx-Golem gehört mir gar nicht mehr. Das ist dann auch doof, dass man den nicht ewig behalten kann. Die Rune ruft? Also ja, hierin haben wir abgeschlossen. Du machst deine Heilaucher an. Und ja, ich hätte die besseren Helden nehmen sollen vielleicht noch. Aber dürfte auch so gehen. So. Mir nach! Und los! Mir nach! Folgt mir! Zum Angriff! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück!